Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Olli. Und heute nehme ich euch einfach mal mit zum Laufen. Aber wie der Titel schon vermuten lässt, es geht heute um den Halbmarathon unter 2 Stunden. Wie schafft man das? Wie kann man das machen? Darauf gehe ich heute mal ein bisschen ein. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und nach dem Intro sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Oh, hi, hier bin ich wieder und jetzt gebe ich euch einfach mal ein paar Tipps. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade für Leute, die bereits schon mal einmal oder vielleicht ein paar Mal mehr auch den Halbmarathon gefinisht haben. Und das Ding jetzt unter 2 Stunden zu laufen, das ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Das Beste ist immer anzufangen und ja, sich auch ein konkretes Ziel zu setzen. Das heißt, eine bestimmte Zeit, deswegen guckst du das jetzt ja wahrscheinlich auch, ja, unter 2 Stunden den Halbmarathon zu laufen. Und dann kannst du deinen ganzen Trainingsplan darauf aufbauen. Ja, also dann so mindestens 3-4 Mal die Woche dann laufen gehen. Und dann bringst du das am besten auch in Harmonie mit deiner Familie einmal. Natürlich der Beruf, Studium, das was du halt machen musst, um Brötchen zu verdienen. Willst du auch von irgendwas leben? Zum anderen auch andere Freizeitaktivitäten und letztlich dann deinen Körper. Der muss ja auch gut in Form sein. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du das alles in Einklang bringst. Nicht, dass du das Thema Regeneration vernachlässigst. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Weil ansonsten wird das auch irgendwann nichts. Also du hast da keine Entwicklungssprünge nachher mehr drin. Weil erst wenn der Körper sich auch ausruhen kann, kann er sich dann auch weiterentwickeln. Und hört sich jetzt ein bisschen Science-Fiction-mäßig an. Er kommt aufs nächste Level, aufs nächste Fitness-Level. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ziel setzen und darauf aufbauend dann 3 bis 4 Mal die Woche trainieren. Also laufspezifisches Training, was damit zusammenhängt. Und sich daraus dann Trainingsplan stützen oder schnitzen lassen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein weiteres Thema ist, du musst dich auf jeden Fall nicht verrückt machen lassen. Setz dir einfach das Ziel für nächstes Jahr beispielsweise. Momentan ist ja auch Corona-Zeit. Und ja, das haut natürlich alles weg, irgendwie die ganzen Veranstaltungen so. Man kann sich natürlich virtuelle Veranstaltungen suchen und das machen. Oder man wartet halt, was nächstes Jahr so passiert und sucht sich da was raus. Aber man sollte schon einen längeren Zeitraum einplanen. Ja, gerade wenn das jetzt das erste Mal vielleicht bist du 2:20 gelaufen oder so, 2 Stunden 20 meine ich, und willst das jetzt unter 2 Stunden schaffen, dann gehst du da ganz konkret ran, ganz strukturiert und baust erstmal dein Fitnesslevel langsam auf, trainierst da so mindestens 3 Mal die Woche und dann, wenn du irgendwann so weit bist, dann stellst du halt einen Trainingsplan auf für 12 Wochen mit 3 bis 4 Einheiten, ganz strukturiert auch, mit Tempo-Dauerläufen und Intervalltraining, langsam Dauerläufen und so weiter und so fort. Und das passt dann halt an auf deine Alterssituation, damit du dann auch das Zeitfenster richtig nutzt. Dazu werde ich auch sehr bald ein Video machen, werde ich dir auf jeden Fall hier unten verlinken, wenn es fertig ist. Und genau, ein weiterer Punkt, der kann da auch von Vorteil sein, wenn du das zusammen machst mit einem Freund oder einer Freundin, dass euch da gegenseitig pusht und motiviert und deswegen ein gemeinsames Ziel habt, wo ihr darauf hinarbeitet. Sucht euch da einfach einen Wettkampf raus und gib da einfach Vollgas. Das hat mich meistens dann auch motiviert, das zusammen mit einem Kumpel zu machen oder so. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich hoffe, man hört mich. Da sind ein paar Autos. Ja, was ein anderes Thema noch ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Vermeide monotones Training. Ich bin da wirklich kein gutes Vorbild gerade, weil wenn du mich auf Strava oder mir auf Strava folgst, blend das hier auch mal ein, Uli Tessmann. Da findest du mein Profil. Ich laufe momentan ja 8 bis 20 Kilometer oder auch Halbmarathon oder manchmal auch ein bisschen länger und laufe meistens dann immer in der gleichen Geschwindigkeit. Das hat zur Folge, das ist der große Nachteil, deswegen sollst du dir auch auf jeden Fall einen Trainingsplan machen. Du brauchst unterschiedliche Trainingsreize. Wenn du immer gleich trainierst, gleiches Tempo machst, da stagniert die Leistung. Ich merke selber auch, ich kann wirklich nicht mehr schnell laufen.
Und das möchte ich gerne auch noch in nächster Zeit auf meinem Kanal zeigen, dass man eben halt durch diese Thematik, dass man sein Training halt unterschiedlich strukturiert. Nämlich, warten wir mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier rauslaufen, weil das halt so. Wo war ich stehen geblieben? Du brauchst auf jeden Fall unterschiedliche Trainingsreize. Deswegen Intervalltraining, Fahrtspiele, Tempodauerläufe, langsame, kurze Läufe, aber auch die langen, langsamen Läufe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte nicht vernachlässigen. Schaut jetzt einfach mal auf mein Profil an. Ich schreibe da mal, Schnecke ist wieder unterwegs. Ja, also einseitiges Training auf jeden Fall vermeiden, wenn es geht, gerade bei so einer Vorbereitung. Es ist aber auch grundsätzlich, wenn man das jetzt einfach macht ohne ein Ziel, ist es auch okay. Aber wenn das Ziel ist, schneller zu werden, dann ist es auf jeden Fall kontraproduktiv. Ja, und natürlich spreche ich hier auch nochmal den Punkt an mit der Ausrüstung, Laufschuhe, was Vernünftiges. Ne? Das sollte auf jeden Fall schon bekannt sein, dass du dir da was Ordentliches besorgst. Das, was für dich dann auch zuträglich ist, lass dich da gerne beraten im Fachhandel. Und ja, ob du jetzt nach, das ist ja noch ein anderes Thema, ob du jetzt nach Pace oder nach Herzfrequenz läufst, das ist dann auch eine Typfrage. Natürlich, wenn du eine Leistungsdiagnostik machst, dann hast du erstmal konkrete Werte und kannst damit auch richtig gut arbeiten und deinen Trainingsplan auch sehr gut gestalten oder gestalten lassen. Also wirklich mal ausprobieren, eine Leistungsdiagnostik. Das hilft wirklich weiter, wenn man wirklich nicht weiß, wo man steht, leistungstechnisch. Auf jeden Fall mal ausprobieren. So, ich hoffe, dir haben die Tipps ein bisschen geholfen, so einen kleinen Überblick verschafft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt einen Halbmarathon oder 2 Stunden laufen. Konzentriere dich darauf, auf Struktur, setze dir ein Ziel und baue dir daraus einen Trainingsplan und achte dann auch darauf, dass du da ein sehr ausgewogenes und gutes Training machst, womit du dann auch schneller werden wirst. Ja, also einseitiges Training, einseitige Geschwindigkeit, das bringt dich da nicht weiter. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und schreib doch gerne einen Kommentar. Bis bald, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Uli.